Shalom Aleichem, a guten Erev Shabbos. Wir stehen jetzt kurz vor Parashat Toldot. Toldot heißt Nachkommen, die Kinder. Die Nachkommen von Avraham ist Yitzchak. Und der Vater von Yitzchak ist Avraham. Ist doch klar. Warum sagt die Tora zweimal? Yitzchak, Sohn von Avraham, Avraham molidet Yitzchak. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchak, ja eine große, wichtige Rabbiner, der kommt hier aus Deutschland, aus Worms, sagt, weil es waren Menschen, sie haben gesagt, das ist nicht ein ehrliches Kind von Avraham. Sarah wurde schwanger von Avimelech oder von Paro. Was hat Hashem gemacht? Hashem ist ihm sehr wichtig, was die Leute so rumpappeln und reden. Steht geschrieben, Gott hat gemacht den Punim, das Gesicht von Yitzchak, Copy zu Avraham. Und jeder hat gesagt, ups, ein Kind, ein Vater. Ein Vater, ein Kind. Aber das ist nicht die Ende von der Geschichte. Die Midrash Tanchuma erzählt uns, Avraham und Sarah, die ersten zwei Jiden, haben sehr viel gelitten von das, was haben die Leute rumgesprochen. In dem Moment, wo Sarah hat bekommen ein Kind, die Leute haben gesagt, sie haben ein Kind adoptiert. Es ist nicht ihre Kind. Und Sarah hat gleich gemacht so eine Klatschkaffee und sie hat gegeben ihre Kind zu essen. Und die Leute haben gesagt, guck die Dame an. Sie hat überhaupt kein Milch. Und sie gibt ihre Baby als ob. Und die Kaffeeklatsch ist noch geworden schlimmer. Überall hat man gepappelt im Stadt. Sarah lächerlich, sie hat kein Kind. Und dann Sarah hat gemacht noch eine Klatschkaffee. Und sie hat gegeben alle Babys an dem Tag Essen. Stell mal vor, unsere erste jüdische Mame muss sich schämen, blamieren, um alle Katschkes zu zeigen, das ist mein Kind. Aber es ist wichtig. Weil auch für Hashem ist das wichtig zu zeigen, sollen alle sehen, das passiert noch Wunder. Dass Avraham mit 100, Sarah mit 90, bekommen noch ein Kind, der heißt Yitzchak. Yitzchak heißt Lachen. Sagt man in Hebräisch, Zochek, Misha Zochek Acharon. Lacht, der zum Schluss lacht. Können alle reden, können alle pappeln, aber Avraham hat bekommen ein Kind Yitzchak. Und von dieser Yitzchak ist geboren Jakob. Und von Jakob hat begonnen das Volk Israel. Und der Midrash erzählt uns, es war eine Münze. Die Münze war von zwei Seiten, eine junge und eine alte. Es war die Seite von Avraham und die Seite von Yitzchak. Shabbat Shalom.